Hallo und herzlich willkommen zum neuen Schmiedevideo. Ich habe eine neue Schmiedepresse gekauft und die werde ich heute zeigen. Ich möchte einen Damast für ein Messer machen, aber irgendwie hat es nicht so richtig hingehauen und aber seht selber. Ich möchte ein paar Messer mit Fischgratenmuster machen und für die mache ich den Damast. Anfangen tue ich mit 25 Loben und das folgt zweimal. Mit dem ersten Mal folgen komme ich von 25 auf 50. Und dann mit dem zweiten Mal falten komme ich von 50 auf 100 Lagen. Da sehe ich jetzt gerade, wie ich das Material vorbereitet, weil ich kriege meinen Messerstahl immer in der Größe 1000 x 40 mm. Da seht ihr die zwei Stähle, die ich genommen habe. Das eine ist ein 28-42, der ist ganz dunkel beim Ätzen, und der andere ist ein 15-M20, der ist ganz hell beim Ätzen. Und da seht ihr die 25 Loben. Und wenn die Essen heiß ist, geht's los. Wenn das Backel heiß ist, dann tue ich es wieder mit Fülle leichte Hammerschläge verdichten. Dann tue ich es ein bisschen anputzen und anschließend tue ich ein Borax auf. Das Borax wird dann flüssig und schwemmt man dann die Schlacken mit raus. Und das macht das Feuerschwassen dann viel einfacher. Die ersten paar Mal mache ich noch mit der Hand und dann werde ich jetzt nachher gleich mein Pressen vorstellen. Tada, das ist sie. Es ist ein 20 Tonnen Press und da geht schon was weiter. Eigentlich hätte ich ja richtig gerne einen Federhammer, aber nachdem ich das alles in meiner Garage mache, haben mein Nachbar mit der Presse mehr Freiheit wie mit einem Schmiedehammer. Es ist ja beeindruckend zu sehen, was da in einer Viertelstunde weitergeht, weil sonst, wenn ich das so wie früher alles mit der Hand geschmiedet hätte, stundenlang dafür gebraucht hätte. Also, die Presse hat sich schon ausgezahlt. Der Stickel ist jetzt lang genug, ich suche mir die Mitten raus, markiere es und bereite es dann zum ersten Falten vor. So, und da seht ihr schon, ich weiß nicht genau, was ich gemacht habe, aber irgendwas muss ich anders gemacht haben als sonst, weil diesmal haut es dann mit dem Schwarzen nicht hin. Ich merke es aber erst später. Man sieht es da dann nicht richtig gut, aber die Presse, die bewegt einfach so viel Material so schnell, dass ich glaube, dass das Material noch nicht ganz verschwarzt war. Und durch den Druck, den ich da aufgebaut habe mit der Presse, habe ich, glaube ich, die Schichten einfach ein bisschen verschoben und dann hat das nicht so ganz hingehört. Ja. So, da seht ihr die Vorbereitungen fürs zweite Mal falten und damit gehen dann die Lagen von 50 auf 100. Und insgesamt ist es da gar nicht so aufgefallen, dass es nicht gescheit verschwarzt ist, also dürfte schon ein bisschen gehalten haben.
drauf, was ihr jetzt dann gleich seht, das war wirklich der Todesstoß für die Verschwassung. Weil ihr seht, ich habe das Backel jetzt aufgestellt und drückt da genau quer zu den Schweißnähten und das hat es, glaube ich, nicht ausgehalten. Ich merke es aber erst später und mache da mal weiter und ja, ihr seht es eh. Für das Fischgratenmuster, das ich machen möchte, muss ich den der Mast verdrahen. Und am besten geht es, wenn ich das vorher gescheit abrund und an die Ecken vorne und hinten lasse ich ein Quadrat, weil dadurch habe ich dann zum Verdrahen einen guten Grip. Ich arbeite da jetzt mit zwei Kameras, deswegen schaut das Rasse Eisen unterschiedlich aus. Das eine da jetzt ist ein Panasonic und die andere ist ein Canon. Damit das Fischgratenmuster passt, muss ich die eine Hälfte vom Stab nach links drehen und die andere Hälfte nach rechts. Und da markiere ich jetzt die Mitten, damit ich weiß, welche Seiten, also wo genau die Mitten ist zum Verdrehen. Und was da natürlich auch sein kann, ist das, dass die Schweißnähte schlecht waren und ich zu schnell Draht habe und dadurch zu viel Belastung auf das Material gekommen ist und sich das dann einfach dadurch delaminiert hat. Da könnt ihr schon ein bisschen sehen, weil auf der Seite, die beim Schraubstock eingespannt sind, die Farben unterschiedlich sind. Da kann man dann schon erkennen, ob die Verbindung gescheit ist. Da ist das Material jetzt geholt und ihr seht schon, das passt überhaupt nicht, weil das kann ich da mit der Hand anreißen. Das ist ein kompletter Gixi-Gaxi geworden. Ja, alles umsonst. Zum in den Hintern beißen. Das ist der Überrest von der Mast und da möchte ich einfach schauen, wie tief die Delaminierung ist. Und das habe ich dann aber aufgegeben, weil die Risse einfach nicht aufgehört haben. Da jetzt kann man das Ausmaß vom Desaster gut sehen. Alles umsonst. Ja, also ich glaube, es war ein Multiorganversagen mit der Umgang von der Presse war für mich eine Neige. Ich habe nicht gescheit verschweißt und ich glaube, dass ich dann einfach zu schnell vertraut habe. Ja. Beim nächsten Mal werde ich es besser machen. Wenn euch gefällt, was ich da gemacht habe, dann gebt dem Video bitte ein Like und abonniert meinen Kanal für mehr Geschmiedetes und bitte auch die Glocken anklicken, weil dann versäumt ihr nichts mehr. Dankeschön fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal, für dich!